Welche Regulierungsschritte stehen uns wirklich noch bevor? Kaufe ich persönlich aktuell noch nach? Worauf sollte man zur aktuellen Zeit im Allgemeinen achten? Mit diesen und vielen weiteren Fragen beschäftigen wir uns im heutigen Q&A. Viel Spaß damit! Hallo und herzlich willkommen, Freunde, zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und ich hoffe, ihr hattet bisher schon ein wunderschönes Wochenende. Selbstverständlich wünsche ich euch auch noch ein weiteres schönes Restwochenende. Ein in Anführungsstrichen Special-Video wird noch kommen, jetzt zu den 100.000 Abonnenten. Ich werde auch noch ein Gewinnspiel veranstalten. Im heutigen Video werde ich auch einige private Fragen beantworten, die ihr mir gestellt habt. Es gibt allerdings auch ein, zwei Themen, die ich trotzdem so einfach mal ansprechen wollte, weil sie momentan wichtig sind. Und zwar habe ich in den letzten Tagen ab und zu mal die Fragen erreicht, ob Bitvavo als Kryptohandelsplattform noch sicher ist. Was ist der Hintergrund bei der ganzen Geschichte? Es ist aktuell so, dass Bitvavo das Onboarding von deutschen Staatsbürgern, nicht mal von deutschen Staatsbürgern, sondern von Menschen, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben, unterbunden hat. Also man kann sich momentan mit einem Wohnsitz in Deutschland nicht bei Bitvavo anmelden oder registrieren. Das Ganze gilt allerdings beispielsweise nicht für die Österreicher oder für die Schweizer. Hintergrund dieser Geschichte ist die momentane BaFin-Regulierung. Bitvavo hat ja schon vor einigen Monaten eine BaFin-Lizenz beantragt und sie befinden sich hier in einem regen Austausch. Ich habe natürlich auch keine internen Details, keine internen Informationen. Ich weiß allerdings so viel, im Regulierungsprozess ist es eben so, dass man jetzt eben momentan gerade das Onboarding aus Deutschland so lange einstellt, bis die Lizenz dann in der Tasche ist. Für die bisher registrierten Nutzer ändert sich allerdings rein gar nichts und es ist auch überhaupt kein Grund zur Sorge. Sie arbeiten aktiv mit der BaFin zusammen. Ich persönlich nutze Bitvavo auch weiterhin täglich. Trotzdem wundert euch nicht, ich habe jetzt natürlich Bitvavo nicht mehr als ersten Link in der Videobeschreibung, weil es ja natürlich gerade für die deutschen Zuschauer einfach momentan eine Plattform ist, bei der man sich zumindest nicht neu anmelden kann. Trotzdem nutze ich die Plattform weiterhin täglich und bin auch noch voll zufrieden. Also da braucht man sich definitiv keine Gedanken machen. Auf der anderen Seite wird es trotzdem die nächsten Tage und Wochen auch immer mal wieder Tutorials zu anderen Börsen geben und damit möchte ich das Ganze gleich ankündigen. Ich werde in einigen Wochen in den Urlaub fliegen nach 5, 6, 7 Jahren oder so und ich werde im Vorhinein ein, zwei Tutorials aufnehmen. Wundert euch also nicht, es kommen auch Tutorials zu anderen Börsen und Plattformen, denn alle Plattformen haben hier ihre Vor- oder auch ihre Nachteile, worauf wir gleich noch einmal zu sprechen kommen. Was ich eben auch ansprechen möchte, sind beispielsweise diese Fragen: Wie sicher sind meine Coins auf einer Exchange, zum Beispiel Crypto.com, und ist Bitcoin kaufen bei Trade Republic sinnvoll? Hier haben wir zwei weitere Börsen, Crypto.com beispielsweise auch eine Börse, die nicht BaFin reguliert ist, die man trotzdem gut nutzen kann. Trade Republic ist auf der anderen Seite BaFin reguliert, dafür hast du dort den Nachteil, dass du keine echten Bitcoin kaufst, also wenn du auf Trade Republic Bitcoin kaufst, dann kannst du sie leider nicht von Trade Republic runterziehen. Das ist ein bisschen quatschig, gerade wenn man größere Bestände investiert. Für kleinere Investoren, wenn irgendwie eure Mutti oder eure Freundin oder euer Freund hier für 10 Euro im Monat investieren wollen, kann man das auch trotzdem über Trade Republic machen, gerade wenn man parallel noch in Aktien investiert. Man muss sich allerdings dann darüber im Klaren sein, dass man die Bitcoin eben nicht von der Börse runterziehen kann. Das funktioniert beispielsweise auf Crypto.com oder auch bei Bitvavo oder auch bei Coinbase. Und egal über welche Börse wir hier sprechen, egal ob sie reguliert ist oder nicht, am Ende des Tages ist das sicherste, wenn ihr eure Crypto-Assets, gerade wenn ihr mehr habt, von der Börse herunterzieht und sie auf eine Hardware-Wallet runterzieht. Dazu habe ich ja schon einige Tutorials gemacht und auch dazu werden in Zukunft weitere Tutorials folgen, auch wenn man ganz klar sagen muss, dass dieser Prozess uns möglicherweise bald etwas erschwert wird. Und damit kommen wir gleich auf eine Frage zu sprechen, die gerade in den letzten Tagen noch mal so ein bisschen größer aufgekocht ist. Moin Robin, mehr Info zu den aktuellen Gesetzen wäre gut. So wurde ich auch gefragt, ob man die Bitbox nach der EU-Regulierung auch in Zukunft weiter nutzen kann. Momentan ist es ja so, dass unsere Gesetzesgeber bzw. auf EU-Ebene sich momentan Dinge ausgedacht werden, um den Kryptomarkt schön einzuschränken. Wir haben beispielsweise die MiCA-Regulierung, die Anfang 2025 final in Kraft treten wird. Dabei sehen wir bereits schon einige Regulierungen, die damit einhergehen. Im Anschluss dessen sehen wir dann ab dem Jahr 2026 das sogenannte DAG-8-Gesetz, ein Gesetz zur Überwachung von Kryptotransaktionen. Und wie im Video gestern angesprochen, hat man sich jetzt auch auf neue Anti-Geldwäscheregulierung, also kurz AMLRs, geeinigt. Auch hierbei handelt es sich um einen weiteren regulatorischen Schritt, der höchstwahrscheinlich dann im Jahr 2026 bis 2027 kommen wird. Und mit diesem Schritt werden wir dann wahrscheinlich final sehen, dass man eben, wenn man seine Kryptowährungen von
von der Börse herunterzieht, seine eigene Wallet KYC verifizieren muss. Das heißt, du musst nachweisen, dass das deine Wallet ist. Damit wollen sie Geldwäsche und Co. unterbinden. Ja, ist natürlich absoluter Quatsch und ist auch überhaupt nicht das, was die Bevölkerung fragt und ist auch wirklich nicht das, was jetzt die kriminellen Machenschaften unterdrücken wird, denn wenn ich kriminell bin, dann nutze ich keine EU-regulierte Kryptohandelsplattform, dann nutze ich irgendein Offshore-Unternehmen und melde mich hier nicht auf Coinbase, Bitpanda oder Bitwavo an, um dort meine riesigen Geldwäschebeträge abzuziehen, aber es ist ein weiterer Schritt, der wahrscheinlich dann im Jahr 2026, 2027 auf uns zukommen wird. Falls ihr wollt, dass ich mal detailliert über die verschiedenen Gesetzesgebungen, die uns die nächsten Jahre erwarten, etwas genauer spreche und einzelne Punkte anspreche, was sich für uns ändert, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Erstmal will ich dazu sagen, wir brauchen jetzt keine Angst oder Panik haben. Es wird jetzt hier nichts sofort verboten oder eingeschränkt. Das sind Prozesse, die über Jahre laufen. Ich halte euch selbstverständlich über aktuelle Bewegungen auf dem Laufen. Wichtig ist es allerdings, diese Thematiken immer wieder nach vorne zu bringen, darüber zu sprechen und zu diskutieren, damit eben auch hoffentlich die Politiker irgendwann mal mitkriegen, dass das komplett gegen die Meinung der breiten Bevölkerung ist. Trotzdem, ihr braucht jetzt hier keine Panik haben. Am Ende des Tages, was macht die EU? Sie macht genau das, was sie immer macht. Sie reguliert und schränkt die Unternehmen innerhalb der EU weiter ein. Natürlich steigen auch die Kosten für die Unternehmen, wenn sie alle Informationen immer sofort abfragen müssen, wenn die KYC-Maßnahmen komplexer werden. Am Ende des Tages steigen dadurch die Gebühren bzw. die Kosten der Unternehmen, die reguliert sind. Und was machen die Investoren? Greifen dann eben auf Börsen zurück, die außerhalb der EU liegen und eben nicht diesen Regulierungen unterliegen. Darüber hinaus muss man dann natürlich auch drüber nachdenken, wie weit wird das gehen? Denn ja, natürlich, ich kann jetzt hier auf eine Offshore-Börse zurückgreifen. Am Ende des Tages will ich aber ja Fiat-Geld auf die Börse übertragen oder auch von dieser Börse empfangen. Und auch hier kann es möglicherweise oder wird es wahrscheinlich früher oder später zu Regulierungsschritten kommen, dass deiner Bank dann verboten wird, dass sie beispielsweise Gelder von den Seychellen oder so empfangen darf. Also das sind noch viele Punkte, die auf jeden Fall noch weiter diskutiert werden müssen. Das ist nicht so easy, dass man die Börsen ganz einfach umgehen kann, beziehungsweise die Regulierungen. Doch darüber sprechen wir in Zukunft mehr. Im Allgemeinen muss man ja auch sagen, sind Regulierungen ja auch im Prinzip nicht immer was Schlechtes. Wenn durch eine Regulierung sichergestellt wird, dass deine Assets nicht so wie bei FTX irgendwo im Hintergrund verloren gehen, dann ist diese Regulierung meiner Meinung nach wünschenswert. Wenn es allerdings darum geht, bei jeder kleinen Schissüberweisung, und das ist eben mit der neuen Regulierung so, bei jedem Cent hier genau zu verifizieren, woher du diesen Cent empfängst und wohin du ihn hinschicken möchtest, dann hat das meiner Meinung nach nichts mehr mit einer Regulierung für Anlegerschutz zu tun, sondern einfach nur für eine komplette Kontrolle. Einige kritische Punkte dazu habe ich ja auch im gestrigen Video bereits angesprochen, doch wir wollen jetzt auch mal auf etwas bessere Themen zu sprechen kommen. Wie viele Coin willst du pro Währung akkumulieren? Hast du da ein Ziel? Ich muss sagen, mein Ziel im vergangenen Bullrun war es, im Bärenmarkt einen ganzen Bitcoin zu akkumulieren und das konnte ich zum Glück auch schaffen. Ich habe das Ganze ja sogar live auf YouTube dokumentiert, in regelmäßigen Sparplan-Updates, wo es auch bald wieder was Neues zu geben wird. Zum aktuellen Zeitpunkt geht es eigentlich nicht darum, dass ich eine bestimmte Anzahl von Coins habe, sondern dass mein Portfolio eine vernünftige Diversifizierung aufweist, beziehungsweise dass eben meine Prozente stimmen. Das heißt, dass ich ungefähr so und so viel in Bitcoin habe, so und so viel in Spekulationsobjekten und so viel beispielsweise in Fiat-Geld. Das ist eher das, worauf ich achte. Und das werde ich dann noch in einem meiner zukünftigen Videos nochmal etwas genauer adressieren. Dabei sprechen wir dann eben vor allem auch über meine Ausstiegsstrategie, die natürlich mit dieser Portfolio-Diversifizierung auch ganz nah zusammensteht. Lass an dieser Stelle auch super gerne ganz kurz eine Bewertung da. Gerne einen Daumen nach oben, falls dir das heutige Video gefällt oder dir sogar vielleicht die ein oder anderen Punkte weiterhelfen. Gerne allerdings auch einen Daumen nach unten, falls dir das Video überhaupt nicht zusagt. Das unterstützt mich und meine Arbeit so ein bisschen den Algorithmus. Daher an dieser Stelle vielen Dank dafür. Zum aktuellen Zyklus wurde ich gefragt, glaubst du, dass wir den Bullrun-Top in diesem Zyklus ca. 200 Tage früher sehen werden, wegen dem früheren All-Time-High? Was ist hiermit gemeint? Wir haben im aktuellen Zyklus deutlich früher ein All-Time-High signalisiert als in den vergangenen Zyklen. Es ist immer einige Wochen, wenn nicht Monate nach dem Halving erst dazu gekommen. Jetzt sehen wir viele Wochen vor dem Halving, dass Bitcoin bereits ein neues All-Time-High erreicht hat. Das erste Mal in der Geschichte. Ob das jetzt ein Indiz dafür ist, dass auch das Bullrun-Top 200 Tage oder meinetwegen auch nur 150 Tage vorgezogen sein muss, meiner Meinung nach
Nein, natürlich, der Markt arbeitet in Zyklen, alles funktioniert am Ende des Tages in Wellen. Wir werden Bullruns sehen, wir werden Bärenmärkte sehen und das Ganze sind eben wie so Sinuskurven immer mal wieder ein Auf und ein Ab. Dabei muss man allerdings meiner Meinung nach andere Parameter bedenken als einfach nur die reine Zeiteinteilung. Ich meine, diese Logik zu verfolgen, okay, der Bärenmarkt muss 200 Tage früher passieren, weil das All-Time-High 200 Tage früher passiert ist, meinetwegen, das funktioniert ja nicht, denn dieser Zyklus hat sich ja eben verschoben. Das heißt, es hat ja jetzt auch rückwirkend nicht gepasst, dass man bereits im vergangenen Bärenmarkt wissen konnte, wann das All-Time-High gebrochen wird, denn es hat sich eben einiges an Dynamiken verändert. Dabei kommen jetzt auch noch viele andere Parameter rein, wie beispielsweise die institutionellen und Co. Ich glaube, dieser Zyklus wird, und das sehen wir jetzt schon, auf jeden Fall anders als die anderen Zyklen. Ich werde auch nochmal ein zukünftigeres Video über die Thematik bzw. über den Gedanken eines Superzyklus machen. Doch was ich zum aktuellen Zeitpunkt sagen kann und möchte, ist, dass wir einfach weiterhin die wichtigsten Fundamentaldaten uns weiter regelmäßig anschauen, um herauszufinden, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns im Bereich eines Tops befinden. Wir schauen uns dazu viele wichtige Daten an, so wie beispielsweise auch die globale Liquidität, denn das ist meiner Meinung nach übergeordnet immer noch das Wichtigste. Bitcoin kann mal um 20, 30, 40% nach unten rutschen oder auch weiter nach oben steigen. Am Ende des Tages kommt es darauf an, ob Liquidität in den Markt reinkommt oder nicht. Wir sahen jetzt vor knapp 2 Jahren, dass die Liquidität eher negativ war. Jetzt sehen wir so ein Nullsummenspiel. Es kann theoretisch sein, dass die Zinsen nochmal angehoben werden und damit mehr Liquidität aus dem Markt genommen wird und der Markt stärker unter Druck gerät. Genauso kann es allerdings auch sein, dass wir eben bei wirtschaftlichen Problemen jetzt vielleicht eine lockere Geldpolitik sehen und der Kurs dann wieder stärker ansteigt. Wobei man auch hier sagen muss, wirtschaftliche Probleme sorgen möglicherweise auch für Kursrückgänge. Ich habe es beispielsweise vorhin auf X geteilt. Gerade die Kleinanleger waren kurz vor dem letzten Top extrem bullish, sind dann extrem bärisch gewesen und zum aktuellen Zeitpunkt sehen wir, dass die Kleinanleger in Bezug auf Aktien, also der allgemeine Finanzmarkt, momentan so bullish sind wie noch nie. Auch das kann man als mögliche Red Flag sehen, aber man sieht eben momentan keine problematischen Anzeichen, die eben darauf hinweisen, dass die Wirtschaft zusammenbricht. Am Ende des Tages gibt es auch immer wieder Dinge, die man eben nicht vorhersehen kann. Das war mit der jüngsten Pandemie so, das wird vielleicht auch mit zukünftigen Kriegen oder so sein. Man kann nicht alles perfekt timen, aber zu dieser Thematik werde ich in Zukunft nochmal etwas genauer sprechen. Ich wurde beispielsweise auch gefragt, wo kaufst du hauptsächlich deine Kryptos, zentral oder dezentral und betreibst du trotz der hohen Kurse weiter Dollar Cost Average oder setzt du es momentan aus. Zum Dollar Cost Average, also unser Sparplan, unser Krypto-Sparplan, läuft auch weiterhin normal. Dort investieren wir ja knapp 500 Euro und das jeden Monat und mittlerweile seit ja, knapp 2,5 Jahren. Auf der anderen Seite habe ich meine größeren Tranchen-Nachkäufe jetzt mehr oder weniger eingestellt. Ich kaufe immer mal wieder noch hier und da ein bisschen was nach, aber das ist eben nicht mehr vergleichsweise mit dem, was ich beispielsweise im Bärenmarkt hier akkumuliert habe. Dabei habe ich vor allem im Bärenmarkt viele meiner Stablecoins umgeschichtet und eben in den Markt investiert. Das heißt, ich hatte im vergangenen Bullrun mir große oder relativ große Positionen in Stablecoins aufgebaut. Die habe ich dann im Bärenmarkt umgeschichtet und damit direkt beispielsweise Bitcoin gekauft. Zum Thema, wo ich kaufe sowohl auf zentralen sowie auch auf dezentralen Handelsplattformen. Das kommt immer ganz unterschiedlich darauf an. Meistens muss ich allerdings sagen, greife ich auf zentrale Dienste zurück. Wenn ich beispielsweise bei BingX trade und meine Summe dort weiter ansteigt, dann kaufe ich mir dort beispielsweise Bitcoin und schicke sie direkt an meine Hardware-Wallet, dann ist es eben ein Kauf über eine zentrale Exchange. Allerdings habe ich eben gerade während des Bärenmarktes auch zeitweise dezentrale Börsen genutzt, um hier meine Bestände aufzustocken. Mache ich allerdings eher, wenn ich mich beispielsweise direkt im Solana oder im Ethereum-Ökosystem mit irgendeiner Kryptowährung eindeck. Ich wurde im Allgemeinen gefragt, wie ich das mit meinen Finanzen mache in Bezug auf Euro, USDT, USDC, welche Stablecoins nutze ich oder wandle ich das Ganze in Euro um. Also gerade im vergangenen Bullrun und dann noch im Bärenmarkt, habe ich ja eben gerade schon beschrieben, habe ich viel mit Stablecoins gearbeitet, denn es ist für mich relativ sinnlos, im Bullrun Gewinne mitzunehmen, auf den Bärenmarkt zu warten und während ich die Gewinne mitnehme, alles an mein Fiat-Konto auszuzahlen und dann 3 Monate später oder ein Jahr später wieder alles einzuzahlen. Das macht die Sache einfach unnötig kompliziert. Ich habe dadurch unnötig viele Transaktionen und muss gegebenenfalls mich auch unnötiger Art und Weise mit meiner Bank auseinandersetzen. Es ergibt schon Sinn, hier das Geld auch direkt im Crypto-Space zu lassen. Trotzdem ist natürlich eine vernünftige Dokumentation das A und O. Ich blende euch hier mal eine Playlist ein. Dort findet ihr beispielsweise Videos, wie man eine Kontosperre umgeht. Das heißt, gerade bei größeren Fiat-Auszahlungen muss man einige Dinge beachten, damit die Bank einem das Konto nicht einfriert. Genauso habe ich allerdings in diesem Video über einige Steuertools gesprochen, die einem auch eben weiterhelfen.
helfen, wo man seine ganzen Transaktionen automatisch erfassen lassen kann, damit man eben keine Kopfschmerzen hat. Ich wurde beispielsweise auch gefragt, hey Robin, muss man auf Rewards bei Crypto.com zum Beispiel Steuern zahlen? Das kommt ganz oft die Rewards drauf an. In den meisten Fällen musst du Steuern drauf zahlen. Auch dabei hilft dir allerdings das Steuertool, weil das direkt schon erfasst, was für Einnahmen sind das, was für Rewards sind das, sind es Airdrops, sind es Staking Rewards oder was auch immer. Und hier können eben auch verschiedene Steuern anfallen. Kommen wir noch zu ein, zwei privaten Fragen. War es eine gute Entscheidung, dich selbstständig zu machen und wie bist du prozentual investiert? Für mich war es bisher eine der besten Entscheidungen in meinem Leben, mich komplett selbstständig zu machen. Ich habe auf diese Selbstständigkeit schon viele Jahre hingearbeitet. Ich habe lange Zeit eine, ja, ich würde schon sagen, sehr ungesunde Doppelbelastung gehabt. Ich weiß, das klingt immer relativ übertrieben und ja, wir YouTuber machen einfach nur ein 10-15-Minuten-Video und dann ist gut. Ich mache meine Videos allerdings relativ aufwendig. Gerade durch die Recherche brauche ich eben länger für die Videos, sodass ich dann ja im Durchschnitt für ein Video zwischen 5 und 7 Stunden brauche, teilweise auch manchmal deutlich, deutlich länger. Und das Ganze habe ich halt neben der Schichtarbeit gemacht, wo ich Früh-, Spät- und Nachtschicht im Stahlwerk gearbeitet habe. Ich habe beispielsweise beides parallel gemacht. Und das ist dann doch schon ein bisschen anstrengend gewesen. Zudem habe ich viele Jahre auch über Amazon verkauft. Ich habe viele Jahre über eBay einen Shop betrieben. Ich habe Dropshipping ausprobiert. Ich habe eigentlich alles, womit man Geld verdienen kann, in meinem Leben ausprobiert. Und viele Dinge sind halt auch miteinander einhergegangen, die ich dann parallel gemacht habe. Am Ende des Tages habe ich es dann zum Glück geschafft, den Absprung zu schaffen. Denn dort, wo ich gearbeitet habe, war ich absolut unzufrieden. Und diese Parallelbelastung war halt auch ungesund, weil ich halt nachts nur 3 Stunden geschlafen habe. Ihr könnt euch das ja vorstellen, wenn du von der Spätschicht nach Hause kommst und dann eben bis 5 Uhr morgens nochmal arbeitest und dann um 7 Uhr aufstehst, um dann zu frühstücken, zum Sport zu fahren und dann direkt zur Arbeit. Das ist nicht gesund, vor allem nicht auf Dauer. Gerade die Schichtarbeit ist sowieso ein Problem für sich gewesen, gerade auch in dem Bereich, wo ich gearbeitet habe, in der Schwerindustrie. Darüber kann ich allerdings gerne nochmal in Zukunft ein bisschen ausführlicher sprechen, falls euch das interessiert. Wie sieht dein Alltag aus? Würdest du auswandern? Wenn ja, wohin? Also mein Alltag hat ein bisschen gedauert, bis ich hier eine Routine gefunden habe. Ich bin jetzt seit knapp über einem Jahr selbstständig. Ich habe ja davor ja viel Schichtarbeit oder eigentlich nur Schichtarbeit gemacht und hatte gar keine Tagesroutine. Daher habe ich gebraucht, um jetzt eine zu finden, mit der ich einigermaßen zufrieden bin. Ich stehe aktuell um 7.30 Uhr, 8 Uhr auf, frühstücke etwas, setze mich an den PC, arbeite etwas, fahre dann zum Sport gegen 9, 10, 11 Uhr so, komme wieder nach Hause, mache mich frisch, setze mich ans Video. Meistens brauche ich dann noch ein paar Stunden für die Recherche. Dann fange ich an, das Video aufzunehmen, schneide und bin meistens so gegen 18 bis 19 Uhr mit dem ganzen Kram fertig. Dann kümmere ich mich um die Sachen, um die man sich als Selbstständiger auch noch kümmern muss, also Steuern und was es da nicht alles gibt. Also da habe ich auf jeden Fall genug zu tun. Zudem mache ich über YouTube hinaus natürlich auch noch einige Dinge. Mit diesem Alltag fahre ich momentan sehr gut, auch wenn ich dadurch halt einfach mir einen goldenen Käfig geschaffen habe. Gerade durch diese Daily Videos kann ich natürlich jetzt nicht irgendwie mal eben zum Kaffee zu meinen Eltern fahren und dort 2-3 Stunden chillen. Das funktioniert nicht. Ich habe dann erst so ab 19 Uhr frühestens Freizeit. Normalerweise arbeite ich dann auch noch so bis 10 Uhr. Aber ja, so ist das eben, habe ich mir selber ausgesucht, selbst und ständig. Dafür muss ich nicht mehr im Stahlwerk arbeiten und um 4 Uhr morgens aufstehen. Es gibt überall seine Vor- und seine Nachteile. Ans Auswandern habe ich bisher schon ein bisschen drüber nachgedacht, allerdings nicht ernst oder konkret. Was mir in Deutschland auf den Keks geht, sind die Regulierungen sowie auch die unfassbar katastrophalen Sachen, was die Behörden angeht, egal ob Finanzamt oder auch andere Behörden. Du wirst hier so hops genommen, das ist unfassbar. Ich kann dazu gerne noch mal ein genaueres Video machen. Ich habe trotzdem noch nicht ernsthaft ans Auswandern gedacht, weil ja, also ich möchte ungern irgendwie in die saudischen arabischen Emirate. Das ist mir dort einfach zu warm und ich bin zu weit von der Familie weg. Zudem ist auch meine Freundin dann zu weit von ihrer Familie weg und das wäre einfach nicht so das Wahre. Innerhalb von Europa hat man jetzt auch nirgendwo so riesen fette Vorteile. Die Schweiz wäre tatsächlich interessant, das muss ich ehrlich sagen. Wobei Deutschland mit der Wegzugssteuer jetzt einem natürlich auch nochmal weitere Steine in den Weg gelegt hat, um schön ja die Unternehmer und Selbstständigen im eigenen Land zu halten. Also ja, wie gesagt, dazu könnte man ein eigenes Video machen. Schweiz hatte ich überlegt, Madeira hatte ich überlegt, wobei dort diese Steuerbegünstigungen jetzt, glaube ich, auch final gekippt wurden. Im Allgemeinen bleibe ich höchstwahrscheinlich in Deutschland. Am Ende des Tages will ich auch hier auf dem Land irgendwo in einem Haus meine Ruhe haben und alt werden. Und ja, es wäre vielleicht sinnvoll, jetzt im jungen Alter, wo man gut Geld verdienen kann, ins Ausland zu ziehen, keine Steuern zu zahlen und damit viel Kohle wiederzukommen. Aber am Ende des Tages würde ich mich auch darüber freuen, wenn Deutschland die Kurve schafft und sich nicht tot reguliert und uns mit den Steuern nicht komplett hops nimmt. Vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal hier,
Ja, das Erwachen, ich hoffe zumindest darauf, auch wenn man natürlich nicht darauf vertrauen kann. Damit möchte ich das heutige Video allerdings auch schon beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht auch ein bisschen weitergeholfen, zumindest die ein oder andere Thematik. Falls ihr mich und meine Arbeit unterstützen wollt, könnt ihr natürlich sehr gerne eine Bewertung dalassen. Vielen Dank an dieser Stelle. Ich wünsche euch jetzt noch ein wunderschönes Restwochenende und würde sagen, wir sehen uns morgen in alter Frische wieder. Bis dahin, ciao, Freunde.